Vielen Dank, Herr Minks, für diese liebenswürdige Einführung. Mein kleines Trauma, das sich mit unserer ersten Berührung, Kontaktaufnahme verbindet, haben wir damit ja auch gelöscht. Herr Minks hat nämlich edlerweise verschwiegen, dass er mich in diesen mittleren 90er Jahren mal nach Potsdam zu einem Vortrag eingeladen hatte. Und wer nicht erschien, war der Referent, weil er durch Stau am Wannsee und Unwetter vor Potsdam aufgehalten wurde. Deswegen bin ich heute frühzeitig gekommen und habe ein Taxi genommen. Ja, ich habe als Thema gewählt Raumkämpfe in der City oder wie wir unsere Städte gentrifizieren lernen, also wir. Und dieses Thema ist angekündigt als Konter, eine Idee von Thomas Schmidt. Vielleicht haben wir zu viel über Fußball geredet, Herr Schmidt, aber wie auch immer, ich habe diese Konterfigur gerne aufgenommen. Konter sind ja im Boxen oder im Fußball eine Art Gegenschlag, also gegen die Offensive des anderen sozusagen, diese präzise Operation, die wir morgen Abend vielleicht wieder kennenlernen wollen, wer sich für Fußball interessiert und den Konterfußball von Madrid fürchtet für die Bayern. Hier beim Thema Gentrifizierung gibt es ja aber keinen richtigen Gegner, keine Gegnermannschaft. Gentrifizierung wollen alle nicht, sagen sie jedenfalls. Aber man könnte sagen, in dieser Gentrifizierungsdebatte geht es doch manchmal um sehr routinierte, um sehr selbstgerechte Spielanlagen, um im Bild zu bleiben. Um Spielanlagen, wie über öffentliche Räume diskutiert wird, über Stadtteile, Kieze und eben über dieses G-Problem, ja, dieses Gentrifizierungsproblem. Und diese Spielanlage, diese Redeweise möchte ich gerne ein wenig irritieren. Deshalb diese Raumkämpfe, und das meint eben, dass wir es in Städten in der Tat mit ganz unterschiedlichen, mit divergierenden und konfligierenden Interessen zu tun haben, die bei aller scheinbarer Gleichheit der Interessen eben doch darum streiten, wie mit Plätzen und Kiezen umgegangen wird, wie mit Wohnräumen und Gewerberäumen, wie mit Lebensstilen und Freizeitstilen. Was passiert eigentlich in unseren Städten? Warum lieben wir Eikissen und Köln? Warum lieben wir, küssen wir sie plötzlich einerseits und doch gar nicht so lange? Und warum haben wir dabei andererseits oft das Gefühl, dass sie, dass wir bedroht sind? Mehr bedroht als früher? Und durch wen bedroht? Durch Gentrifizierer, durch Touristen, durch Architekten, durch Planer, aber auf jeden Fall durch die anderen, die uns verdrängen wollen. Ich weiß, da geht es um Grundfragen von Stadtkultur und Stadtentwicklung und ich habe hier auch keine Patentantworten. Aber ich würde Sie gerne einladen, diesen gedanklichen Konter jeweils mitzutragen, mitzudenken, ob nämlich, wenn wir genauer in die urbanen Räume hineinschauen, ob nämlich Gentrifizierung als analytisches und diagnostisches Denkmodell nicht zu grob ist, jedenfalls im gegenwärtigen Gebrauch, angesichts der Kulturalisierung unserer Städte und angesichts der Moralisierung der Stadtdiskurse. Beide Begriffe, Moralisierung und Kulturalisierung, sind nicht schön, aber ich glaube, sie sind wichtig und ich komme darauf zurück. Jedenfalls würde ich Ihnen gerne einige Beispiele und Bilder zu diesen urbanen Raumkämpfen zeigen, würde gerne einige kurze Rückblicke auf die Stadtgeschichte machen und würde gerne dann einige Überlegungen anstellen zu unserer neuen Urbanität. Ich beginne mit einem Foto eines Hauses in Kreuzberg, Ecke Reichenberger, Lausitzer Straße, 2011 neu gebaut, in einer vorherigen Baulücke. Wie jedes Haus ist auch dieses Haus ein Text. Ein Ort mit Bedeutung, ein Ort mit Umgebung, ein Ort mit Bewohnern und ihrer Geschichte. Dieses Haus aber, wie Sie sehen, ist auch buchstäblich ein Ort mit Texten, mit unterschiedlichen Deutungen an der Fassade. Unten steht gesprägt Bonzen versus Ghetto. Oben hängt ein Transparent
bildet Genossenschaften. Also Graffiti und Symbole als städtische Tagebücher, als Logbücher, das kann man hier wirklich nachvollziehen. Unten war zuerst Bonzen versus Ghetto, also übersetzt Gentrifizierer gegen Eingeborene. Oben drinnen kam dann die Antwort. Genossenschaftliches Wohnen, sozusagen als faire Form der Urbanisierung und Privatisierung. Also dieses Transparent ist auch ein Konter nämlich aus der Defensive heraus, eine Antwort von drinnen auf Anwürfe von draußen. Ich komme auf dieses Haus und auf dieses Beispiel nochmals zurück. Hier sind wir damit aber eben mitten im Thema praktisch wie theoretisch. Theoretisch, weil es um urbane Verhandlungen von Raum, von Wohnen, von Eigentum und von Legitimität geht. Praktisch, weil es hier um den Kampf um Räume geht, aber auch in diesem konkreten Fall um etwas, was man die Keats Credibility nennen könnte. Die Glaubwürdigkeit, in einem bestimmten sozialen Umfeld etwas zu repräsentieren. Das Graffiti und das Transparent sind Mittel eines Kampfes um einen lokalen Status, in dem verhandelt wird, was ist eigen, was ist fremd, was ist einheimisch oder was ist eindringend. Und dies in diesem spezifischen Kreuzberger Stil, der aber längst auch in anderen Berliner Stadtvierteln und in anderen Städten praktiziert wird. Es ist ein Kampf um ein lokales, ein urbanes Wir, hier dialogisch mit öffentlichen Texten an den Wänden und eben ganz offensichtlich mit der Vorstellung von zwei ganz unterschiedlichen Wirs. Diese Wirs, diese Kieze, diese Debatten um die Stadt, das drückt dieser neue Schlachtruf aus, Reclaim Your City. Vor zwei Wochen fand hier in Berlin ein Kongress statt mit dem Titel Recht auf Stadt. Das war die Aufnahme einer klassischen Formel des französischen Stadtsoziologen Henri Lefebvre aus den 1960er Jahren. Mit diesem Reclaim Your City werden Ansprüche formuliert an urbanen Raum und auf urbanen Raum, als eine gemeinsame Lebenswelt und als gemeinsame Ressource, als offen für alle Gruppen, für alle Geschlechter, für alle Lebensstile, für alle Generationen, für alle Bedürfnisse. Und damit sind Forderungen verbunden, vor allem auch nach Stadtzentren als Lebenswelten und kulturellen Räumen. Es sind aber auch verbunden damit moralische Anforderungen an Stadtpolitik und Stadtplanung. In dieser Radikalität und Intensität, aber auch in dieser Breite und Vielfalt ist dies in der Tat ein neues Phänomen. Und es geht hier in der Tat auch um neue Ideen von Stadt und von Stadtzentren. Stadtmitte als Lebenswelt, als ein urbanes Wohnzimmer, als kultureller Ort. Die Vorstellung ist eine Entwicklung gerade mal der letzten 15 oder 20 Jahre. Stadtmitte nämlich als Raum auch für Wohnen und Familie, für Lebensstile und Freizeit, das markiert einen Wertewandel und einen Imagewandel urbaner Räume. Und wir sind damit eben in gewisser Weise Zeitzeugen und Mitgestalter eines fundamentalen urbanen Paradigmenwechsels und eines fundamentalen urbanen Mentalitätswandels. Plakativ könnte man sagen, von der fordistischen zur hedonistischen Stadt. Ich habe das so zugespitzt, um die Dramatik zu betonen. Es ist der Wechsel von der Vorstellung eines Stadtzentrums als einer reinen Agglomeration und Funktion von Arbeit, Verkehr und Ökonomie, dazu noch Administration und Medien, zur Vorstellung eines Stadtzentrums als Lebensstil- und Freizeitzentrum mit Straßencafés, Flanierräumen, Stadtstränden und Urban Gardening-Projekten. Und es ist verbunden tatsächlich mit einer mentalitären Revolution, weil dieser neue urbane Freizeitstil, dieser neue Hedonismus heute eben sozial, moralisch legitim erscheint. Irische Schlachtenbummler haben das vor einigen Jahren am Rande eines Fußballspiels wunderbar auf den Punkt gebracht.
Sie standen hier am Potsdamer Platz mit einigen Bierflaschen und einem Transparent. Und auf diesem Transparent stand: "And Angela thinks we are working." Wie dramatisch und neu dies beides ist, diese Imagination des Stadtzentrums, wie die Legitimität solcher Bilder, mag ein ganz kurzer historischer Rückblick zeigen. Ich will nur kurz rekapitulieren und erinnere an die tiefe Krise der Städte in den 1960er, 1970er Jahren. 1961 erscheint in den Vereinigten Staaten Jane Jacobs düstere Diagnose The Death and Life of Great American Cities. Der Tod, sie redet vom Tod der amerikanischen Städte. 10 Jahre später, 1971, formuliert der Deutsche Städtetag: "Rettet unsere Städte jetzt." Und im selben Jahr erscheint dieses T-Shirt und Logo I Love New York. Das kennen Sie alle. Aber wir vergessen bei diesem Logo leicht, dass es damals nicht das Logo eines hippen Big Apple war, sondern der Hilferuf einer sterbenden Stadt, formuliert von einer Künstlergruppe, die bat: "Zieht nicht weg, kapituliert nicht vor Verkehr, Verfall, Beton und Kriminalität." Damals sind diese Städte dieser Nachkriegsmoderne eben geprägt von Ideen wie ökonomischer Effektivität, automobiler Funktionalität, architektonischer Radikalität, die aber vielfach umgesetzt wird in einen Aufbruch durch Abbruch. Gerade in Berlin-Ost wie in Berlin-West wird das in den 50er und 60er Jahren sehr deutlich. Die Zerstörungen der alten Stadtmitten, die zum Teil gravierender sind als die Zerstörungen durch den Krieg. Diese Bewegung zum Aufbruch durch Abbruch verstärkt nach 1945 nochmals die Strukturen der fordistischen Stadt, der unternehmerischen Stadt, wie das David Harvey genannt hat. Deren Enge, deren Hektik, deren Dreck das wirkliche Leben an seine Ränder verwandt. Noch in den 1970ern ist das, was uns heute so selbstverständlich ist, das Einkaufen, das Spazierengehen, das Joggen am hellen Nachmittag, ein illegitimes Bedürfnis. Eis essen, Campari trinken, Espresso, damals im Eiscafé Venezia, das fand noch drinnen statt, hinter den deutschen Stores. Kein Dolce Vita am hellen Nachmittag und draußen. Das kann man in Berlin gerade gar nicht oft genug sagen. Unsere Studierenden verstehen gar nicht, dass es für so eine Welt gegeben haben soll. Vielmehr war damals alles an den urbanen Lebensformen eben noch der industriellen Produktion, dem modernen Verkehr und dem kapitalistischen Konsum untergeordnet. In diesen Stadträumen herrschten die strengen Texturen von Arbeit, Stress, Lärm, Anonymität eingeschrieben in den Raum. Das ist ein künstlerisch verändertes Foto aus New York von einer Berliner Fotografin. Das Stadtzentrum hatte eine effektive Arbeitswelt zu sein, keine bequeme Lebenswelt. Jetzt, heute, 20, 30 Jahre später, mit dem neuen Urbanismus, entsteht eine Renaissance der Innenstädte. Also ein ganz anderes Bild, eine Kehrtwende regelrecht. Und dies ist eben der grundlegende Paradigmenwechsel, dem allerdings ein städtischer Politikwechsel erst einmal auf die Sprünge helfen musste. Auch hier will ich nur kurz erinnern, und jetzt kommt dieses nicht schöne Wort, das ich am Anfang schon genannt habe, an die systematische Kulturalisierung der Städte seit den 1970er Jahren. Stadtpolitik wollte damals die Innenstädte neu beleben. Womit? Wodurch? Durch kulturelle Angebote. Also Fußgängerzonen, Einkaufen, Freizeiten, aber eben auch die Idee der urbanen Promenade spielte dabei eine Rolle. Die Festivalisierung der Innenstädte, also die zahllosen Musik-, Film-, Theater- und Literaturveranstaltungen downtown, entsteht fast alles in den 1970er Jahren. Drittens die Institutionalisierung der Kultur, also die Kulturbauten, die heute ja die Innenstädte überall prägen, Kulturzentren und Museen, nur zwei kurze Zahlen,
Es gibt in deutschen Städten heute fast 7000 Stadt-, Heimat- und Spartenmuseen, viele von ihnen neu, viele in den 70er, 80er, 90er Jahren gebaut. Und eine ganz andere wichtige institutionelle Tradition ist bewahrt und zum Teil auch ausgeweitet worden. Die Hälfte aller Stadttheater der Welt, rund 700, steht in Deutschland. Also Institutionalisierung von Kultur meint hier eben in der Tat auch Häuser, Gebäude, Räume, Orte. Und es kommt hinzu natürlich auch die Eventisierung der Stadt, die großen Events, die Finanzierung und Inszenierung von urbanen Ereignissen, wie hier Reichstagsverhüllung durch Christo, von Festen und Partys bis eben zu Kunstinterventionen und Feuerwerk. All dies sind zunächst politische Top-Down-Programme, Versuche der kulturellen Aufforstung der Innenstädte. Diese Top-Down-Programme, diese Programme von oben, haben aber eben durchaus Konsequenzen, denn parallel dazu entstehen eben von unten, bottom-up, neue Bürgerinitiativen und neue zivilgesellschaftliche Elemente. Denn nun entwickeln sich neue urbane Aktionsformen und neue urbane Formationen, neue Vereine, neue Zentren, neue Komitees, runde Tische, die etwa Museen, Parks, Denkmäler und auch noch Baumscheiben betreuen, die Tempo-30-Zonen, Kindergärten und Bänke fordern, und die Demonstrationen ebenso organisieren wie Feste. Diese Entwicklung gibt es natürlich nicht überall. Wir haben auch weiterhin natürlich krisende Städte, schrumpfende Städte. Aber auch dort zeigt sich, dass mehr Selbstinitiativen, ein Mehr an gesellschaftlichem Kümmern entsteht. Und viele dieser stadtpolitischen Top-Down-Programme wie der bürgergesellschaftlichen Initiativen haben mit Musik wie Literatur zu tun, mit Ausstellungen wie Kunstaktionen, mit Lebensstilentwürfen wie Festformen und oft eben damit auch mit ganz spezifischen kulturellen Formen und Mustern. Nämlich, sie haben oft auch zu tun mit der Verbreitung migrantischer Kulturformen und kosmopolitischer Kulturformen. Also Folk, Rock, Rap, Ballett, Urban Art, Picknick, Döner, Party. Das sind Muster und Medien einer migrantischen Stadtgesellschaft und Muster und Medien einer globalisierten Stadtkultur zugleich. Diese Doppelinitiative von oben und von unten rettet, verändert und erfindet Stadtkultur. In den 1970er Jahren werden nachhaltig neue Wege und neue Richtungen eingeschlagen. Und, machen wir uns nichts vor, damit setzt eine erste nachhaltige Gentrifizierung der Städte ein. Denn Kulturalisierung wirkt stets Vervielfältigung, Verlebendigung urbaner Räume. Kulturalisierung schafft Erlebnis- und Attraktionspunkte innerhalb der Stadt. Kulturalisierung lockt äußeren Tourismus und inneren Tourismus an, also zureisende Neugierige wie einheimische Neugierige. Denn Kultur, das haben wir gelernt, bewirkt stets beides, ideelle Aufwertung und materielle Aufwertung. Weil sie sich in den Raum einschreibt, über unsere Bilder, über unsere Wünsche, über unsere Bedürfnisse, etwa in den Wunsch des Wohnens nahe bei dem Park, der Oper, dem Museum, dem Zentrum, dem Ufer, dem Club. Oder, wenn wir in einer anderen Stadt zu Gast sind, der Wunsch in einem Hotel, möglichst zentral, in der Altstadt, in der Fußgängerzone zu wohnen. Zunächst sind die mit diesen Wünschen immer die anderen, die Fremden, die Touristen. Aber wenn wir genau nachdenken, sind wir das eben auch selbst. In anderen Städten oder auch vielfach in den eigenen Städten. Und ich würde behaupten, dass wir in unseren neuen, kulturalisierten, großen Städten eben längst auch Touristen daheim sind. Jedenfalls, wenn man das kurz resümieren wollte, würde man sagen, welch eine Ironie der Geschichte. Die Stadtzentren, die vor kaum 30 oder 40 Jahren noch tot waren, sind heute lebendig. Sie sind von Fluchträumen, die man verlassen hatte,
zu Zielorten, zu Wunschorten heute geworden. Es gibt eine Renaissance der Städte mit einer neuen Attraktivität der Zentren und einem neuen Urbanismus, also fast eine 180-Grad-Wende. Jedoch offenbar um den Preis der Gentrifizierung als neue Bedrohung, als neuen Virus. Denn dies ist offenbar die Kehrseite. Kulturelle Attraktivität und Aktivität zieht ökonomische Aktivität und Attraktivität nach sich, weil die kulturelle Qualität urbaner Räume ein Faktor bildet für Kapitalanlage und damit eben für die Spekulation mit Wohn- und Gewerberaum in unterschiedlichsten Mischungen von Kapitalisierung, Privatisierung und Modernisierung. Wie dies alles nun heute zusammenwirkt, kulturelle Urbanisierung, zivilgesellschaftliche Mobilisierung und stadträumliche Gentrifizierung, zeigt gerade Berlin als ein besonders interessanter Schauplatz und zugleich als Labor stadtkultureller Entwicklung. Und gerade in Berlin scheint sich mir heute drei Tendenzen immer deutlicher zu zeigen. Erstens eine Tendenz weg mit dem Interesse vom gebauten Raum hin zum genutzten Raum. Also Reichstag, Hauptbahnhof, rekonstruiertes Stadtschloss, ich erwähne keinen Flughafen. Okay, aber noch wichtiger, die Konjunktur der Räume. Also etwa die Räume für touristische Mobilitäten wie für zivilgesellschaftliche Prozesse, die den urbanen Raum eben auch neu denken, neu konzipieren, neu strukturieren und nutzen. Etwa, was heute ganz auffällig ist, als Passageraum. Als ein Raum der Bewegung mit und durch verschiedene Orte, die offen sein müssen, freie Zugänge haben müssen, für alle Nutzungen da sein müssen. Zweite Tendenz, weg von privaten, exklusiven Praktiken und Nutzungen hin zu öffentlichen, zu partizipativen Nutzungen. Also etwa statt morgen Abend Champions League gucken auf dem Sofa daheim, nun Public Viewing, wie das so schön Englisch bei uns heißt, auf der Straße oder im Biergarten. Und dasselbe gilt ja für ganz viele andere Aktivitäten, die aus dem Familienraum in den öffentlichen Fest- oder auch Partyraum hinausgetragen werden. Dritte Tendenz, weg von zentralen Planungen und zentralen Politiken hin zu dezentralen, bezirklichen, kiezigen, würde man vielleicht auch in Berlin sagen, also zu zivilgesellschaftlichen Konzepten und Imaginationen. Und dabei gleichzeitig verändern sich auch die Bilder, die Leitbilder, die Programme. Sie werden kreativer, schräger, auch selbstironischer. Wie etwa Angst vorm Hermannplatz. Ein T-Shirt, das sehr erfolgreich um den Hermannplatz herum verteilt wird, das zunächst mal ein Spiel mit Ängsten und Wünschen, ein Spiel mit Stereotypen und Geschichten verkörpert. Denn dabei wird natürlich darauf angespielt, dass der Hermannplatz im Kriminalitätsraster der Stadt Berlin als sozialer Brennpunkt gilt, weil es auf ihm eben auch Drogenhandel gibt, Kriminalität und weil er angeblich ein Ort der rauen Töne ist. Aber er ist damit eben zugleich auch ein urbaner Raum und diese Figur zeigt ja mit einem eigenen Stamm und Flair. Die Botschaft ist also, Hermannplatz, das ist authentisch Neukölln. Trau dich doch, dann merkst du, das ist auch ein offener Platz. Ich hatte vor wenigen Wochen das Glück, eine schwedische Familie, Vater, Mutter, Tochter, zu treffen, die mich fragten, wo ist denn der Hermannplatz? Und ich sagte, sie stehen darauf. Wobei jetzt, wenn ich sagen, sozusagen Gesichter wie nach dem Bombenalarm erschienen, aber sie waren natürlich doch so, in der Erwartung, dass sie sich lieber langsam angenähert hätten, diesen gefährlichen Raum. Also diese Initiative war offenbar doch sehr erfolgreich. Diese Tendenzen zu offenen und öffentlichen Räumen bewirken, dass neue urbane Schnittflächen und Berührungspunkte entstehen, also Begegnungen. Und das ist, glaube ich, ganz zentral. Begegnungen zwischen unterschiedlichen sozialen Milieus, unterschiedlichen Gruppen, zwischen Einheimischen und Touristen, zwischen unterschiedlichen Generationen und Geschlechtern. Natürlich gibt es dabei jeweils auch Abgrenzungen, aber es überwiegt der Eindruck,
dass dieser neue Urbanismus Stadträume als Kontaktzonen kreiert, gerade hier in Berlin. Exemplarisch verdeutlichen will ich dies an einem Phänomen, das in den letzten Jahren bemerkenswert rasch zahllose Städte ergriffen hat und das sehr gut auch nach Berlin und in die gegenwärtige Jahreszeit passt, nämlich die Mediterranisierung der Innenstädte. Also die Inszenierung der Innenstadt als zumindest atmosphärisch mediterraner Freizeitraum, als Open-Air-Raum, diese Verpalmung und Verstrandung in diesen Tagen. Zehntausende einheimischer Topfpalmen und Azaleen werden nach draußen gezerrt, tonnenweise wird Sand gestreut, Kilometer von Kunstrasen ausgerollt, damit Cafés, Ufer, Plätze, Kieze wie mediterrane Urlaubsressorts aussehen. Zehntausende Liegestühle und Sonnenschirme sind jetzt Stadtmöbel und es entsteht eine Art neuer urbananthropologischer Habitus, wenn nachmittags in Rückenlage im Liegestuhl die Mittagspause begann. Nicht? Vor 20 Jahren wäre das ein Skandal gewesen, geradezu obszön in der Öffentlichkeit auf dem Rücken zu liegen. Heute ist das legitim, jedenfalls in Berlin. Und interessant ist ja auch, dass sich diese neue Urbananthropologie gerade auch an den wichtigen Orten breit macht. Ja, direkt vor Angela Merkels Bundeskanzleramt etwa, am Alex. Oder welcher europäische Hauptstadt, Hauptbahnhof kann schon mit 3 Stränden aufwarten? Ich hatte noch das Glück, dass das Krokodilboot auch noch vorbeigefahren ist. Das ist besser als Rom und Rio. Dazu die, man könnte sagen, Rückwendung der Stadt zum Wasser, zu den Flüssen, Kanälen, Häfen, als die neue und attraktive Urban Riverside, wie man heute so neudeutsch schön sagt. Und das wie in vielen anderen Städten. Teju Cole hat kürzlich einen schönen Roman geschrieben über die Vergangenheit und Gegenwart New Yorks, Open City. Ich empfehle es, sehr lesenswert. Und er schreibt darin rückblickend auf die Vergangenheit, ich zitiere, das Wasser war das peinliche Geheimnis, die ungeliebte Tochter, links liegen gelassen, während die Parks umschwärmt, umsorgt und überbeansprucht wurden. Und er zeigt dann, wie heute dagegen in New York wie in Berlin urbane Ufer, Kanäle und Strände als eine Art Wiederkehr, als ein Einlasstor von Natur in die Stadt betrachtet wird, als eine Art Maritimisierung von Stadtansichten in der räumlichen Darstellung wie in den Entwürfen. Sie kennen ja auch den Entwurf, wo vor dem Roten Rathaus ein wunderbarer großer See mit Segelbooten steht. Diese Mediterranisierung nun, auch wenn ich leicht ironisch darüber geredet habe, ist eben keineswegs nur Spaß oder Jugendkultur, sondern sie ist prägend für heutige Stadtatmosphären insgesamt, weil Mediterranisierung vielfach generationsübergreifend wird. Ich habe selbst, aber aus anstandsvoller Distanz, eine 84-jährige Nachbarin dabei fotografiert, wie sie mit ihrer Freundin und einem Bekannten im Liegestuhl vor dem Haus Kaffee getrunken hat. Für meine Mutter eine unvorstellbare Praxis. Aber das ist urban. Mediterranisierung ist zugänglich. Sie ist sozusagen niedrigschwellig und sie ist eine legitime urbane Praxis. Wie die geschätzt rund 280.000 Bierflaschen und Clubmate-Flaschen, die jetzt gerade hier in Berlin herumgetragen werden, eben beweisen. Clubmate-Bierflasche in der Hand, das ist wie ein Passepartout hinein in diese Szenen, in den Parks, an den Ufern, an den Kanälen. Mediterranisierung ist gesund. Ich habe gerade noch eine medizinische Studie gelesen, die vermutet, dass diese mediterranen Stadtspiele sozusagen durchaus stressabbauend wirken. Und mediterranisierend ist natürlich kontaktpflegend. Sie eröffnet neue kommunikative und interaktive Möglichkeiten und schafft eben tatsächlich auch öffentliche Räume und öffentliche Kontaktzonen. Natürlich gibt es dabei auch Party-, Alkohol-, Lärm-, Raumkonflikte, aber das ist,
gegen alle aktuellen Romantisierungen der Stadtgeschichte normal für die Großstadt und schon immer gewesen. Das ist großstadttypisch. Stadt- und Großstadtkultur war auch historisch selten harmonisch und organisch. Sie war meistens aggressiv und konfrontativ, weil daraus bezieht sie ihre Energie, sozusagen ihre Kreativität und ihre kulturelle Form. Vor allem aber, und darauf kommt es mich auch an, hat diese Mediterranisierung und ihre vielfältigen Formen auch deutlich ein selbstironisches Element, einen selbstironischen Zug. Strandbars, Côte d'Azur mit diesem Werbeträger, Nordseestrandkörper, die auch notfalls mediterran gelten können. Das ist eben auch ein Spiel, ganz einfach mit solchen Bildern, und weist eben darauf hin, dass selbst die Anhänger des Mediterranen sich durchaus darüber im Klaren sind, dass Open Air in nord- und mitteleuropäischen Städten bei 10 bis 15 Grad Nachttemperatur oft auch leicht masochistische Züge besitzt. Ja. Dass die Empfindung urbaner Wärme und urbaner Atmosphäre eben auch hohe Suggestivkraft und hohe Imaginationskraft erfordert. Und dass eben vieles davon in der Tat Spiel ist, Spaß an Imitation, an Imagination und Inszenierung. Mediterranisierung meint also auch eine spezifische Form der selbstironischen Urban Performance, könnte man sagen. Aber, und das meine ich ganz ernsthaft, Mediterranisierung markiert auch ein Stück gelingende Stadtkultur. Von Zürich bis Oslo und von Edinburgh bis St. Petersburg gibt es diese gelingende Stadtkultur mit dieser eigenen mediterranen Ikonografie, die eben alle kennen. Sie wissen alle, was Palme, Liegestuhl, Eisbecher zu bedeuten hat. Sie wissen alle, wie sie damit umgehen sollen. Und das ist eben nicht nur ein europäischer, sondern ein globaler Code, der jeweils lokal angeeignet und benutzt werden kann und modifizierbar ist, aber den dennoch alle verstehen, von Rio bis Berlin. Und das reflektiert eben auch urbanes, metropolitanes Wissen. Wie funktioniert die Stadt? Wem gehört die Stadt? Darauf gibt auch die Palme, der Liegestuhl, der Campari eine Antwort. Deswegen habe ich dieses Beispiel ausgesucht, weil es fast ubiquitär vorkommt. Ich habe selber überprüft, selbst Bochum hat einen Stadtstrand nahe am Bahndamm, gleich neben dem Bermuda-Dreieck. Bei der Mediterranisierung sind Ernst und Spaß gemischt. Die Open-Air-Landschaft befriedigt ein Bedürfnis, zeigt aber eben auch diese Selbstironie, zu der Städte inzwischen Gott sei Dank fähig sind. Und damit werden eben mediterrane Muster und Praktiken quer durch die Stadtlandschaft und die Stadtgesellschaft eingeführt. Grill, Liegestuhl, Picknick, Caipirinha, Boccia, das findet vom Tempelhofer Feld bis in den Spreebogen statt. Und das wird betrieben vom spanischen Studierenden bis zum Neuköllner Pensionisten. Damit wäre Mediterranisierung eben auch ein Beispiel dafür, dass stadtkulturell betrachtet viele unserer alten Grenzziehungen und Feindbilder eigentlich obsolet sind. Etwa die Gegenüberstellung von Einheimisch-Fremd, von Biodeutsch-Migrant, von Ur-Berliner und Tourist, ein Graffiti aus dem Prenzlauer Berg, gut getroffen, aber trotzdem. Diese Unterscheidungen werden zunehmend unscharf und obsolet, weil die sozialen Praktiken und die kulturellen Muster zunehmend ähnlich werden. Weil wir vielfach, ob Einheimische oder Touristen, eben lebensstilbezogen und hedonistisch leben. Weil wir uns vielfach erlebnisorientiert und konsumorientiert verhalten. Und weil wir vielfach in solchen gemeinsamen urbanen Räumen mit gemeinsamen urbanen Problemen unterwegs sind. Manche erinnern sich vielleicht an den Fall der Admiralbrücke in Kreuzberg vor einigen Jahren. Da ging es um nächtliche Musik und Party zu Lasten der Anwohner. Es war klar, wer die Täter waren: die MMHs, also die Menschen mit migrantischem Hintergrund, die Touristen und die Ortsfremden. Eine kleine Untersuchung zeigte dann jedoch,
extrem hoher Anteil von Anwohnern dabei. Ja. Denen war offenbar das Kollektiverlebnis Brücke mit Musik doch spannender als privates Wohnzimmer mit Glotze. Dies jedoch, dass wir bei solchen Situationen Konflikten zunächst mal das Feindbild die anderen benutzen, ist jetzt nicht schlimm, sondern ganz typisch eben für Stadtdiskurse generell. Die Stereotypisierung von Konflikten, die uns dann eben erleichtert, dass es ein Wir-Bild und ein Die-Bild gibt. Wir sind die Guten und die sind die Bösen. Wir sind die Hiesigen und das sind die Fremden. Also es geht um Gruppen- und Differenzvorstellungen, die markiert werden und mal aggressiv, mal auch ironisch ausgetragen werden. Hier finden Sie in Leipzig die endgültige Lösung der Schwabenfrage. Alles klar. Und wir brauchen solche identitären Eselsbrücken, könnte man sagen, gerade in unseren Stadtlandschaften, in denen die Masse, die Enge, die Anonymität überwiegt und in denen uns Stereotypen oft eine Art mentaler Navigator, ein mentaler Navi sind. Ja? Dazugehören oder ausgrenzen. Ja? Und mit dieser einfachen binären Logik kommen Sie in Berlin schon relativ weit. Jedenfalls heil über unter den Linden. Da wird dann eben über legitimes und illegitimes Verhalten gesprochen. Wenn Sie denken, das wäre hier eine Werbung für Urban Gardening, gucken Sie nochmal genauer hin. Das ist natürlich ein Aufspießen der Urban Gardening Bewegung, in dem diesen deutlich sichtbaren Dings, ja, Double Income, No Kids, sozusagen Guerilla-Gärtnern vor ihren Townhouses sozusagen insinuiert wird. Ne? Also diese Auseinandersetzungsformen über legitimes und illegitimes Verhalten haben manchmal harten, aggressiven Charakter, manchmal haben auch sehr spielerische Formen, wie dieses Schwabenmotiv und dieses Guerilla-Gärtnern vielleicht zeigen. Aber sie zeigen auch immer wieder das Grundmuster. Touris und Fremde haben zunächst einmal und überall grundsätzlich Unrecht. Und dieses Grundmuster eben zieht sich auch durch die Gentrifizierungsdebatte. Das ist ja unser Mantra. Wir pflegen den Kiez, wir helfen ihm auf, wir halten zusammen. Und dann kommen die anderen, die Touristen, die Fremden, kaufen Wohn- und Gewerberäume auf, trampeln über unsere Baumscheiben und verdrängen uns und privatisieren also das, was vorher das Öffentliche war. Und dann lesen wir solche Hinweise, die richten sich jetzt an die Touristen. Die anderen kennen ja auch diese berühmten Fahrpläne, wo dann die wichtigen Züge nach Stuttgart, München, Kiel und so weiter angezeigt werden. Also auch das eine Form eben des Umgangs mit solchen Situationen. Ja, so funktioniert Gentrifizierung natürlich auch häufig. Verdrängung. Auch an meiner Straßenecke in Kreuzberg, beim Gemischtwarenladen mit einem türkischstämmigen Inhaber. Das Haus ist vor 3 Monaten von einem englischen Investor aufgekauft worden und der Inhaber soll nun statt 1100 Euro Gewerbemiete 4000 Euro Gewerbemiete zahlen. Das kann er nicht und will er nicht. Damit ist seine Existenz vernichtet. Aber damit ist auch eine Versorgungs- und Kommunikationseinrichtung im Kiez vernichtet. Ich will das nicht weiter ausführen. Das ist sozusagen der Normal- und Brutalfall Gentrifizierung. Das Pachten, Mieten als kapitalisierbares und optimierbares Ertragsmodell konzipiert wird, häufig von Großinvestoren, ohne Rücksicht auf soziale Räume und soziale Folgen. Die Resultate sind zu besichtigen in Paris, in London, in Moskau, in Peking, auch in München oder Prag. Diese gentrifizierte Mischung der Innenstadt, das können Sie auch kaum erraten, wo das ist, weil es austauschbar wäre. Peking, Beijing, Me and the City heißt die Verkaufskette, die das gleich zum Programm gemacht hat, Me and the City. Also diese gentrifizierte Mischung heißt teure Shops, touristische Massenabfertigung, einzelne Wohnlogen für die Schicken und Reichen, nahe am Louvre oder am Roten Platz, für die Normalos aber ein Gebiet off limits, weil man sich weder in Prag noch in Moskau noch in Barcelona als Einheimischer im Zentrum ein Bier für 10 Euro, das Glas, klein,
leisten kann und will. Dort, könnte man befürchten, ist der Kampf um die Stadtmitte vielleicht schon verloren. In Berlin, wie in vielen anderen deutschen Städten, ist das wohl noch nicht so extrem, besteht noch Hoffnung, weil erstens die Stadträume noch nicht völlig durchgentrifiziert sind, weil zweitens Stadtpolitik und Stadtplanung Interventionen jedenfalls versucht, weil vor allem aber eben drittens inzwischen zivilgesellschaftliches Potenzial vorhanden ist, das diese Vorgänge kommentiert und begleitet. Denn Gentrifizierung funktioniert eben nicht immer so brutal und direkt wie bei meinem Laden um die Ecke. Und es verläuft auch nicht immer so einfach, wie wir das gerne glauben. Denn es sind eben nicht immer nur die bösen anderen. Auch wir alle sind selbst in diese Kulturalisierung und Kapitalisierung städtischer Räume involviert, stärker, als wir das oft wahrhaben wollen. Kurz und provokativ formuliert, die effektivsten Viren der Gentrifizierung sind ohne Frage studentische WGs, sanierende mittelschichtige Wohneigentümer, autonome Stadtbars, zivilgesellschaftliche Kiezinitiativen. Denn sie, also wir, konsumieren und produzieren urbane Kultur, urbanen Lebensstil und urbanes Kiezgefühl. Also Öko-Lebensmittel, vegetarische Restaurants, Tannenzäpfchenbier, Coffee to go, Clubmate, Theaterbesuch, Clubkultur, Kiezfeste, Sie können sich Ihren Anteil an der Gentrifizierung aussuchen. Das macht Stadträume attraktiver, das kostet aber auch Geld und es bringt Geld und es lässt sie nicht eindämmen und einzäunen. Gut gemeinte Kulturalisierung, könnte man sagen, ist eben oft unintendierte Gentrifizierung. Über diese These, die weniger provozieren will, als vielmehr ein strukturelles Dilemma beschreiben soll, möchte ich nur noch etwas laut nachdenken, wenn Sie noch ungefähr 10 Minuten Raum, Luft genug dafür haben. Was wir unter Gentrifizierung verstehen, scheint uns heute relativ klar. Alle reden ja davon, aber ich erinnere nochmal daran. Das Wort kommt aus der englischen Geschichte, bezog sich dort auf die Landed Gentry, also auf den niedrigen Adel und das gehobene Bürgertum, das damals die größte Gruppe von Landbesitzern umfasste, die einerseits ihr Land an arme Pächter verpachteten, vermieteten und die andererseits aber, und darauf käme es hier vor allem an, im 16. Jahrhundert dort begannen die Commons, die gemeinsamen Viehweiden, die Almenden, zu privatisieren. Damit, durch den Verlust dieser Landressource, zwangen sie zugleich die armen Bauern und die Landarbeiter allmählich in die Städte und in die städtischen Manufakturen. Deshalb also dieser Begriff und deshalb diese Analogiesetzung zwischen der englischen Geschichte und den heutigen Städten, weil es auch heute natürlich um die Kapitalisierung und Privatisierung von Wohnräumen und Lebensräumen geht, die dem allgemeinen Zugang damit zunehmend entzogen werden und weil es darum geht, dass die jeweils sozial Schwächsten dabei zunehmend verdrängt werden, weil solche Räume, die vorher kulturell lebendig und interessant gemacht worden sind, eben interessant sind für die Kapitalisierung. Allerdings besteht zumindest ein wesentlicher Unterschied zwischen der ländlichen Gentry in England in der Geschichte und der heutigen städtischen Gentrifizierung. Heute nämlich ist städtische Gentrifizierung häufig eben auch mit der Modernisierung und Diversifizierung von Lebensverhältnissen, Wohnverhältnissen und Versorgungsverhältnissen verbunden. Also mit dem Einbau von Sanitär- und Heizungseinheiten in Wohnungen oder mit neuen Cafés und Läden im Kiez. Was davon und wie viel davon dann sinnvoll und bezahlbar ist, bleibt natürlich oft umstritten. Aber strukturelle Veränderungen sind hier im Unterschied zur Geschichte eben manchmal auch strukturelle Verbesserungen. Nochmals zurück zu meinem Beispielhaus vom Anfang. Bonzen von draußen, Genossenschaften von drin. Ich kenne nun beide Akteursgruppen vor dem Haus und im Haus nicht genau.
Aber das Szenario, das ich kurz entwerfen will, ist nicht unplausibel. Draußen sprüht möglicherweise ein 21-jähriger Zahnarztsohn aus Bielefeld seine Anti-Gentrifizierungs-Graffiti an die Wand, moralisch empört, als Rächer des Kiezes, wobei Ghetto schamlos übertrieben ist. Wo ist da bitte Ghetto? Aber immerhin, klingt besser. Und ja nicht ohne Anlass. Das ist ein Neubau mit Eigentumswohnungen. Das sind offenbar Gentrifizierer, also üble Zerstörer des Kiezes. Oben drinnen wohnt möglicherweise ein 34er Lehrer mit Familie in einer genossenschaftlich finanzierten Wohnung, stammt möglicherweise aus dem Kiez in Kreuzberg, hat lange angespart und hätte aber als 21-Jähriger vielleicht auch Bonze an sein Haus gesprüht. Nun sitzt er aber drin und ist mit diesem Graffito unten eben kiezpolitisch wie moralisch in der Defensive. Und diese Selbst- und Fremdpositionierungen werden in unseren urbanen Raumkämpfen eben extrem moralisch aufgeladen. Das zeigt dieses Beispiel. Der Lehrer oben schimpft aber nur drinnen, wahrscheinlich hilflos, über den autonomen Blockwart da unten. Ja? Weil der ihn eben zum Gentrifizierer, zum Bonzen, zum urbanen Täter macht. Also man könnte sagen, Moralisierung meint hier eine symbolische Überhöhung von Argumenten und Bildern. Eine recht schematische Schwarz-Weiß-Zeichnung von Täter-Opfer-Einordnung. Die Tendenz zu fundamentalistischen Positionen, nur so, nur wir sind die Guten. Die Tendenz zu appellativen Gesten, also in dem mit dem Fortschritt, mit Ökologie, immer mit Gemeinwohl argumentiert wird, natürlich wir, das Gemeinwohl. Und in dem mit emotionalen Einfärbungen argumentiert wird, wir, ihr. Gut, böse. Moralisierung versucht damit, andere Argumentationen, andere Positionen, andere Erfahrungen zu entwerten oder gar zu unterbinden. Das versuchen wir zwar fast immer, das ist so eine Art anthropogene Unart, ohne die kein Wir. Wir brauchen eine Abgrenzung natürlich. Hier jedoch, im Stadtraum und in den gegenwärtigen Stadtdiskursen, gibt es eine weit stärkere Tendenz zu großen Inszenierungen, zu dramatischer Symbolik und emotionaler Aufladung. Und oft hat man den Eindruck bei Gesprächen oder Betrachtung von Hauswänden, dass es um regelrechte Grabenkämpfe in den Kiez steht. Da steht mein Haus, meine Straße. Ist das jetzt autonom oder spießbürgerlich? Weiß man nicht so genau. Mein Kiez, mein Strand. Und wir lernen, privatistisch sind nicht nur Investoren und Spießbürger, auch Autonome und Ghetto-Krieger neigen zu alternativen Privatisierungen. Weshalb diese Zuspitzung? Einerseits wohl, weil urbane Lebensstile und Lebensentwürfe heute so vielfältig und unterschiedlich sind, aber sich eben nicht mehr auf einfache gemeinsame Nenner bringen lassen. Im Sinne von, was wollen wir? Was ist gut für unseren Kiez, für unsere Stadt? Nur beispielhaft. Energetisch argumentiert der grüne Bezirksstadtrat. Aber auch der gierige Investor, der aus derselben Stereoporplatte Mieterhöhungen macht. Sozialverträglich will die alleinerziehende Mutter ihre Miethöhe. Aber eben auch der Jurastudent, der nach dem Examen dann seine WG-Räume privatisiert. Authentisch will der Kiez-Aktivist sein Wohnumfeld. Authentisch will es aber auch der zuziehende Journalist oder Uniprofessor. Und das Thai-Lokal um die Ecke wirbt schon lange mit original authentischer Thai-Küche. Kreativ ist Urban Art, wie sie sich in der Galerie verkauft. Und ein Startup ist zu Beginn möglicherweise oft hip und in der Szene drin und endet dann bei der hässlichen Knete. Das heißt, unsere Begriffe und Deutungen sind in ihren Bedeutungen immer unklarer. Sie markieren keine deutliche politische und ethische Position mehr und sie sind auch sehr oft statisch geworden. Sie achten zu wenig auf Kontexte und Prozesse
Und sie achten vor allem zu wenig auf biografische Entwicklung. Auf biografische Entwicklung im Leben der Städte, wie im Leben ihrer Bewohnerinnen und Bewohner. Soll heißen, auch Kölns Geschichte und Gegenwart kann nicht nur von und mit Karneval, FC und Klüngel leben. Das waren auch nie die einzigen Prägungen seiner Stadtbiografie. Und wer mit 21 Jahren städtischer Besetzer sein will, neigt mit 31 Jahren dann vielleicht doch mehr zum I als zum E, nämlich zum Besitzer. Da das Haus Hut nicht mehr auf Kreuzberger Territorium steht, darf ich das hier hoffentlich moralisch ungerügt feststellen. Also dies war einerseits Moralisierung durch und wegen Desorientierung. Andererseits und quasi umgekehrt verweist diese Moralisierung der Stadtpolitik aber eben auch auf eine besondere Chance. Recht auf Stadt ist auch in all seinen Rechthabereien eben Ausdruck von Engagement, von Identifikation, von Orientierungssuche. Denn darin werden neue Perspektiven und Praktiken angelegt. Wenn Gentrifizierung analytisch und diagnostisch eben neu konzeptualisiert wird, etwa weniger milieumoralisch, dafür mehr stadtgesellschaftlich und kritisch. Und weniger statisch und stereotyp, dafür mehr prozessual. Also bezogen auf damit verbundene positive wie negative Entwicklungsperspektiven und Entwicklungspotenziale. Also nicht den falschen Antagonismus Marmorbad oder Etagenklo. Wenn erstens also nicht die Tendenz besteht, alle urbanen Veränderungsprozesse, die nicht von der eigenen Gruppe ausgehen, unter Gentrifizierung zu subsumieren, wenn also Stadt nicht nur als Umgebung des eigenen Sozialcamps begriffen wird, und wenn zweitens nicht die Illusion besteht, dass sich Kapitalismus und Wohnungsmarkt eben einfach mal schnell abschaffen lassen, weil das eben nicht so einfach ist und weil wir aber selbst mit diesem Markt veranstalten, mit diesem Zug der Lemminge in die attraktiven und teuren Mitten der Städte. Wenn diese beiden Kriterien also erfüllt sind, dann lassen sich die Dynamiken des Veränderungsprozesses, den wir Gentrifizierung nennen, denke ich, neu verstehen und nutzen. Als ein spezifisches Zusammenspiel von urbaner Kultur und Ökonomie, das sich nicht einfach außer Kraft setzen lässt. Das jedoch in sich selbst, im Gentrifizierungsprozess, zugleich Kräfte und Ressourcen für seine Beobachtung, seine Kritik, vielleicht auch seine Kontrolle bereitstellt. Nämlich wachsende urbane Gruppen von Akteuren, die eben beides produzieren, Gentrifizierungseffekte wie Anti-Gentrifizierungsbewegungen, etwa in der Kunst. Kurz gesagt, Gentrifizierung produziert heute eben nicht nur soziale Verdrängung, sondern sie produziert eben auch urbane Zivilgesellschaft. Und urbane Zivilgesellschaft bedeutet neue Formen der Identifikation mit meiner Stadt und umgekehrt auch eigene identitäre Bezüge aus der Stadt heraus. Urban Knitting, ich umhäkle mir meine Umwelt, eignen Sie mir an. Dasselbe finden Sie in Peking. Das geht blitzschnell um den Globus. Also neue Formen der Identifikation und neue Formen der Intervention in städtische Angelegenheiten, ob das nun die Großthemen sind oder die Kiezthemen. Diese vielfältigen neuen Identifikationsmuster und Interventionsmuster bewirken hochverdichtete zivilgesellschaftliche Aktivitäten, die auf der Verbindung von aktiven Kernen, Akteuren und mobilisierbaren Umfeldern beruhen. Das ist eben dieser New Urbanism, dieses neue Stadtbürgertum, diese Citiness. All dies bedeutet im Kern eine Tendenz zur kommunalen Selbstverwaltung von unten. Mit zwei, wie ich finde, sehr bemerkenswerten Nebeneffekten. Erstens, zivile Initiativen plus digitale Organisationsformen schaffen zusammen eine neue Form von lokaler Öffentlichkeit. Man könnte sagen von Lokalzeitung. Sie machen ökonomische, politische und soziale Prozesse in lokale Übersetzung
transparent und verfolgbar und wirken auch längst in kommunale und administrative Zusammenhänge ein, die plötzlich einladen müssen, uns, die Bürger. Daraus entsteht ein hohes Maß an lokaler Identität und Identifikation. Es gibt gerade eine neuere Studie in den USA, die untersucht, was passiert in den Städten, wo Lokalzeitungen verschwinden, und die verschwinden dort massiv. Antwort: zurückgehendes Bürgerengagement. Wo neue digitale Netze entstehen oder andere mediale Netze entstehen, verändert sich das wieder. Zweiter Nebeneffekt, willkommener Nebeneffekt: zivile Initiativen und digitale Organisationsformen schaffen ein neues Expertentum. Es ist eine neue soziale Expertise der Zivilgesellschaft, die das alte Expertentum der Wissenschaft, der Planer, der Administration bedrängt und manchmal sogar schon verdrängt. Denn ihr Wissen besteht aus gesellschaftlichem Sammeln und Austausch. Ihre Kompetenz entsteht aus der Umwelt- und Nahwelterfahrung. Und ihre Legitimation bezieht sie aus ihrer zivilgesellschaftlichen Einbettung. Und diese soziale Expertise ist eben oft auch verbunden mit medialer Expertise. Laienexperten, das bekommen Sie heute bei all diesen Talkshows ja auch schon mit, reden Profi-Experten oft genug an die Wand. Beziehungsweise drücken sie kollektiv an die Wand. Dieses Bloggen, Simsen, Twittern, Shitstormen, das ist eben auch eine manchmal ambivalente, aber doch öffentliche mediale Kultur. Durch diese zivilgesellschaftliche Verdichtung der Initiativen und diese permanente Bearbeitung urbaner Entwicklungen legitimiert sich dann auch erst das Pathos dieser Formeln: Recht auf Stadt, Stadtraum als Gemeinbesitz, als Kommen, als Raum für alle. Erst dadurch wird es dann mit Leben gefüllt. Mein Schluss: trotz meiner wohl spürbaren Begeisterung für diese neue Urbanität soll das nun keine Hymne auf diese neue Zivilgesellschaft, auf die Kreativen und Pioniere sein, auf Urban Gardening und Urban Gaming, auf selbstgepflanzte Gurken und selbstveranstaltete Kiezfeste. Denn selbst angebaute Möhren enthalten nur Carotin und kein Demokratin. Aber die Breite und Vielfalt und Mobilisierungsfähigkeit und Fantasie dieser urbanen Zivilbewegungen ist eben enorm und kreativ. Natürlich sind sie meist noch mittelschichtslastig. Natürlich sind sie meist noch moralisierend. Natürlich sind sie sehr häufig sozial und naturromantisch. Ich rede nicht über ehemalige Flugfelder. Dennoch, neben dem politischen und kommunalen Instrumentarium von Sozialwohnungsbau, von Milieuschutz, von Mietpreisbremsen, von Umwandlungsverboten, ist diese Zivilbewegung die effektivste Gegenkraft gegen die Kapitalisierung von Wohn- und Lebensverhältnissen in unseren Städten geworden. Weil sie Symptome registriert, sozial sehr sensibel, weil sie Akteure identifiziert, weil sie Zusammenhänge herstellt, weil sie moralisch und politisch agiert. Weil sie eben klar macht, dass wir gerade in Deutschland zwar viel Natur- und Kulturschutz erstritten haben, aber offenbar noch zu wenig Sozialschutz. Weil sie neue stadträumliche, sozialräumliche, wohnräumliche Konzepte entwickeln kann und weil sie damit eben auch Stadtpolitik revolutionieren wird. Stadtpolitik, Stadtplanung, historisch das typische Planungsprojekt von oben, über Jahrhunderte hinweg. Das Planungsprojekt par excellence erfährt nun im Grunde genommen eine Tendenz zur Wendung von unten, Stadtpolitik und Stadtplanung von unten. Aber eben, weil diese urbanen Zivilbewegungen in vieler Hinsicht eben auch Kinder der Gentrifizierung sind. Sie sind Ergebnisse und Begleiter eines Wandels, der sich generell nicht aufhalten lässt, der aber vielleicht sektoral gesteuert werden muss und kann. Wir müssen uns nur daran erinnern, dass dichte Dächer, helle Räume, funktionierende Bäder und Bäume an der Straße schon in Kreuzberg in den 1970er Jahren vor der internationalen Baustellung der 80er Jahre längst nicht Wohnstandard war.
Und im Prenzlauer Berg noch nicht mal Mitte der 1990er Jahre. Und solche Fortschritte waren und sind vom Kiez gewünscht. Niemand will dort eingefrorene Altbauromantik mit Klo im Hof. Das Kulturprojekt Schlesische 27, also Kultureinrichtung des Bezirks, hat kürzlich eine kleine Studie mit Jugendlichen in Neukölln und Kreuzberg angestellt und sie nach ihren Wohnträumen befragt. Fast die Hälfte dieser Jugendlichen hat als Wohntraum die Maisonette-Wohnung mit Dachterrasse in der Stadtmitte. Es wird also darauf ankommen, Veränderung, Verbesserung und Verteuerung als Komponenten urbaner Entwicklungsprozesse in ihrem Zusammenspiel sehr viel genauer zu beobachten und vor allem dabei auch uns selbst im Spielfeld zu sehen. Als Akteure der Gentrifizierung wenn wir unsere autonomen, veganen, mediterranen, bürgerlichen Lebensstile ausleben wollen? Wie als deren Kritiker, wenn wir uns gegen anonyme Investoren, passive Verwaltungen oder unsensible Touristen zusammenrotten? Und damit wird offensichtlich, dass dieses G-Wort als Totschlagsargument tatsächlich nur dort angewandt werden sollte, wo tatsächlich und bewusst oder in Kauf nehmend brutal in soziale Stadtlandschaften eingegriffen wird, sonst verliert der Begriff als politischer Kampfbegriff seine Schärfe. Berlin freilich wird künftig sowieso ohne dieses G-Problem leben können, denn Sie haben gewiss gelesen, Berlin ist nicht mehr hip. Ohne Hipster sind nur noch wir da, also ist die Gentrifizierung damit beendet. Verkaufen Sie rasch Ihre Zweitwohnung. Vielen Dank.